und herzlich willkommen zu diesem neuen Food Haul. Ich habe fast alles bekommen, außer eine Sache nicht, und zwar Nutella. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Es ist im Angebot ein Kiloglas für 3,99 €. Morgen bin ich arbeiten in einem anderen Kaufland und da versuche ich mein Glück. Anderer Ort, neues Glück. Genau. So, ich drehe die Kamera und zeige, was wir mitgenommen haben. Haben wir 2,79 € gespart. Das sind so die Sachen, die wir mitgenommen haben. Genau. Also, wir haben Eier mitgenommen, Freilandhaltung. Und der ist im Angebot für 50% Feldsalat. Dann haben wir letzte Bio-Bananenpackung bekommen. Dann wieder Gala-Äpfel. Die esse ich jetzt nicht ganz so gern, sind mir zu süß. Dreier-Kombi an Paprika, eine Kohlrabi für die Brotdose. Leider gab es nicht so viel. Kohlrabi grün, diesmal gemischte Weintrauben, dann haben wir dreimal Eisberg, ist auch ein Angebot, Clementine, der ist im Angebot, Doppeldecker, Müller, Kevin hat sich Himbeer, Vanille mitgenommen und Waldmeister Vanille, dann ist Alpro ein Angebot, das hat Kevin ja getestet und das war sehr lecker, deshalb kam das dreimal nochmal mit. Ich habe ihn immer noch nicht probiert, aber jetzt habe ich ja nochmal die Chance, ist auch im Angebot, unser She's not no milk. Und weil das hier Soja ist und Kevin sagt, das schmeckt gut, könnte man halt das andere auch ausprobieren. Jetzt haben wir die normale Soja mit. Habe ich noch nie ausprobiert, weil ich erstmal fixiert auf Hafer war. Genau. Deshalb kann man mal testen. So, dann haben wir noch eine Schlanggurke mitgenommen. Ein Bund Möhren. Leider waren die jetzt alle nicht so schön. Ich hätte gerne richtig schön viel Grün dran gehabt. Ich wähle die Möhrenbunde immer nach dem Grünzeug aus. Deutsche Markenbutter ist im Angebot. Gouda kam wieder ein Stück mit für die Brotdosen. Das habe ich als Kind gegessen, ständig. Das hat Mama mir immer gekauft. Und jetzt war das im Angebot Müller mit der Ecke. Also habe ich gedacht, nehme ich mal meine Kindheitserinnerung mit. Aber mal im Ernst, 33 Cent für einen so einen Joghurt. Und ich zahle sonst 1,30 € oder so für ein Glas, wo viel mehr drin ist als da. Das ist ja nur eine Portion. Voll übertrieben. Dann, ich weiß nicht, ob das im Angebot ist. Kann sein. Hat Kevin sich geholt. Cola-Dosen. Dann Pro-Drink Erdbeer-Banane für mich. Toffee-Fee ist im Angebot. Dann Gouda XL-Packung haben wir zweimal mitgenommen, ist auch im Angebot. Ein Pizza-Kit kam auch wieder mit. Spaghetti haben wir mitgenommen. Dann Steinofen. Pizza, Margarita, das ist K-Klasse, die Eigenmarke wieder. Sandwich-Toast, diesmal Vollkorn. Dann hat Kevin sich wieder die hier mitgenommen, Sour Cream. Zweimal Aufbackbrötchen, dann hatte er Hunger auf Frühlingsrollen. Die hat er mitgenommen, falls ihr das Hämmern hört. Kevin baut den Kleiderschrank auf. Dann haben wir nochmal Erbsen mitgenommen. Ich nehme gerne die TK-Erbsen. Die kann ich einfach besser portionieren als Glas oder Dose. Ansonsten würde ich immer Glas empfehlen, weil man dann halt weniger Mikroplastik hat, weil das ist natürlich auch Plastik, ne? Kondensmilch habe ich mitgenommen für Salat machen. Dann ist auf Chips von Car Favorites und Car Classic Prozente drauf mit der App. Da kam dann die hier mit, die gesalzenen. Kevin hat sich wieder eine Duo-Creme mitgenommen. Zweimal Ravioli hat er sich mitgenommen. Und das ist unsere liebste Soße von Carbio, veganer Bolognese. Mein absoluter Favorite, der Tee, Schneetanz. Der ist so lecker, ich liebe ihn. Den habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Genau, und dann machen wir nochmal Frühlingsrollen mit Huhn und Frühlingsrollen mit Rindfleisch. Genau, ich mag keine Frühlingsrollen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, weil wirklich Aufschnitt und so ist ja nicht
dabei und Fleisch, wenn wir Fleisch mal holen, ne? Weil wir das ja beim Metzger und so holen und so, ne? Da testen wir uns ja noch durch, aber das reduzieren wir ja eh und versuchen eher andere Sachen zu essen. Genau. ich denke mal, ich konnte euch wie immer inspirieren. Ihr seid immer ganz begeistert von den Food Halls. Was mich sehr freut, ich habe das Katzenstreu vergessen. Das steht noch da hinten zwischen den Tüten. Einmal Katzenstreu mit dazu geholt und jetzt muss ich direkt aufhören, weil Ami kommt rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja? Chips? Nach dem Abendbrot? Nein. Doch. Nach dem Abendbrot oder gar nicht? Ich räume jetzt weg und dann machen wir Essen. Oder kann ich Pizza haben? Pizza? Als Abendbrot? Ja. Ja, das können wir machen. Ja? Aber den Abendbrot wissen nicht. Pizza als Abendbrot. Pizza essen. Ja? Okay.